Mit teils zweistelligen Temperaturen haben milde Luftmassen in Verbindung mit kräftigen Regenfällen in weiten Teilen Süd- und Westdeutschlands bis in die Hochlagen der Mittelgebirge zu starkem Tauwetter geführt. Die Folge: zahlreiche Flüsse sind über die Ufer getreten. Vor allem kleinere Flüsse reagierten sehr schnell auf das Tauwetter, ufernahe Bereiche wurden vielerorts überflutet. Betroffen waren zunächst vor allem die Nebenflüsse des Rheins. Inzwischen hat sich aber auch am Rhein selbst die Hochwasserlage wieder verschärft, zahlreiche Fährverbindungen mussten wieder eingestellt werden. Nach einem vorübergehenden Rückgang der Wasserstände überschritt der Rheinpegel in Köln am Montag früh die 7,20 Meter Marke. Mit einem weiteren Anstieg an Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen muss gerechnet werden. Viele Wege entlang der Uferpromenaden stehen bereits unter Wasser und so dürfte das diesjährige Weihnachtsfest vor allem wegen einem ausgeprägten Weihnachtshochwasser in Erinnerung bleiben.